Hallo meine Lieben. Wohl eigentlich wollte ich nicht sagen, hallo meine Lieben. Alle sagen bei YouTube oder ganz, ganz viele sagen, hallo meine Lieben. Ich sage jetzt, na du oder moin, moin. Ich will irgendwas anderes sagen. Das ist mein letztes Video für 2015. Ja, nachher ist das Jahr vorbei. Heute Abend starten wir alle ins Jahr 2016. Ich hoffe, euer Jahr lief gut für euch. Wenn es nicht gut lief, hey, das nächste steht vor der Tür. Dann machen wir halt 2016 das Beste draus. Mein Jahr war turbulent, durchwachsen. Berlin, Kiel, Eva, Gabi, Bein kaputt, Bein funktioniert wieder, verliebt, entliebt. Ja, so ist das halt, ne? Im Großen und Ganzen geht es mir gut. Ich bin wieder in Kiel, ich bin bei meiner Familie angekommen. Ich habe 3 Weight Watchers-Treffen im nächsten Jahr, 4. Mein Hund ist gesund, meine Katzen geht's gut, meine Familie ist gesund weitestgehend. Ja, von mir aus kann das Jahr 2016 eigentlich nur besser werden. Lottolos ist gekauft. Ich habe gerade schon überlegt, eigentlich ist Freitag die Ziehung für mein Lottolos. Freitag ist der erste, ob die trotzdem ziehen? Oh ja, sonst Samstag. Wenn ich 48 Millionen gewinnen sollte, wird das nicht mein letztes Video sein. Keine Sorge, ich werde weitermachen. Und ich glaube, mit einem Lottogewinn würde ich sogar Weight Watchers weitermachen. Mir macht es einfach zu viel Spaß, um aufzuhören. Ihr werdet mich nicht los. Ich habe Sportvideos gemacht, ich habe Ernährungstagebücher gemacht. Ich wollte nochmal ein Über-mich-Video machen. Es kamen so viele Fragen und Kommentare und E-Mails. Ich habe es einfach nur zeitlich noch nicht geschafft. Im nächsten Jahr gibt es ein Über-mich-Video, ein Plapper-Video oder wie auch immer wir das nennen wollen. Ich wollte mich eigentlich nur kurz bei euch bedanken. Ich habe schon über 100, sagt man, Follower, Fans, Liker? Über 100 Abonnenten und ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht und ich fühle mich hier bei YouTube eigentlich ganz wohl. Ja, ich wollte mich nur verabschieden für dieses Jahr. Macht es gut, meine Lieben. Ihr wisst, die guten Vorsätze müssen aufgeschrieben werden, notiert werden. Ihr müsst euch eine Strategie überlegen. Wieso, weshalb, warum, wofür wollt ihr diese guten Vorsätze umsetzen? Nur wer sein Ziel kennt, kann auch den Weg dahin durchhalten. Ich unterstütze euch, wenn es um die Abnahme geht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiter zuschaut bei meinen Videos, Kommentare hinterlasst, mir Tipps gebt, Fragen stellt. Ich versuche alles in die Tat umzusetzen und Wirklichkeit werden zu lassen. Also, ne, alles, was mir möglich ist. Und ja, kommt gut ins neue Jahr 2016, euch und euren Familien nur das Beste. Soll ich mal so machen? Ich hab euch lieb. Ich danke euch für alles. Und ja, ich bin ein Quatschvogel. Das wisst ihr ja mittlerweile. Ich sehe das alles nicht so ernst. Man kann die ganze Zeit mit einem traurigen Gesicht durchs Leben gehen. Das ist nicht meins. Ich bin eigentlich immer am Grinsen. Ich versuche immer, das Beste und das Gute in den Menschen und in den Situationen zu sehen. Eine meiner Kolleginnen sagt immer, nichts kann so schlecht sein, dass es nicht auch was Gutes hat. Wenn man einen Moment drüber nachdenkt, gebe ich ihr vollkommen recht. So, jetzt reicht's aber. Genug geplappert. Euch und euren Familien einen super guten Rutsch heute Abend. Lasst es krachen. Verscheucht alle bösen Geister fürs Jahr 2016. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis nächstes Jahr. Ciao.